So. Das ist seltsam. Seltsam ist, dass hier sehr viel weniger Bäume stehen, dass man mehr sieht und dass die Wand und der Käfig näher zu sein scheinen. Es sind weniger Pflanzen, die sich hier befinden. Einige Orte wurden auch renoviert, wie es scheint. Okay, dann wirkt es wahrscheinlich nur so, dass die Mauer da so näher ist. Sie haben ja gesagt, dass die Schule immer noch unter also sich im Bau befindet. Ich schätze mal, der Bau geht dann immer noch voran. Aber wo genau wird diese Akademie hier gebaut? Niemand ist gekommen, um uns zu retten. Es muss irgendwo weit weg vom Schuss sein. Aber wo könnte man einen so riesigen Komplex im Geheimen bauen? Das schauen wir uns gleich mal näher an. Da steht, glaube ich, Kaito davor, wenn ich es richtig gesehen habe. Hier. Ah, okay, die Ocarina. Die Melodie, die da unten steht. Wo ich mich immer gewundert habe, warum Kaido dazu nichts sagt, weil da ja immerhin Noten und dergleichen sind. Na gut, reden wir allerdings dann erstmal mit unseren beiden Leutchen hier, mit Kibo. Hallo. Das Item, was wir zuvor erhalten haben. Ich denke, wir können es hier bei diesem Steinmonument benutzen. Kannst du es versuchen? Machen wir gleich. Mal sehen, ob ich dann so ein kleines Melodie-Minigame machen muss. Ich kann nicht glauben, was vorhin in der Dining Hall passiert ist. Ach, Kerle sind echt so unsensibel. Ich würde es mir niemals wagen oder mich dazu niederlassen, dich zu fragen, warum du deinen Hut nicht mehr aufgezogen hast. Das ist etwas, was privat gelassen werden sollte, zwischen dir und Kaede. Danke dir, Tenko. Ich habe auch das Gefühl, dass ich Kaedes Wunsch weitertragen muss. Egal was, wir werden hier rauskommen. Ich werde nicht aufgeben. Deswegen, Shuichi, sorge dafür, dass du dich niemals wieder so schämlich darbietest. Wahrscheinlich dann mit Wein und nicht männlich sein und keine Ahnung was. Oh, ja, werde ich nicht. Erstaunlich, wie offen sie uns degenerierten Mann Shuichi gegenüber ist. Bei Gonta hat sie auch schon manchmal gesagt, dass er nicht so übel ist. Und sie steht auch hier mit Kibo zusammen. Sorgt diese ganze Situation etwa dafür, dass sich vielleicht ihr Bild von Männern ein wenig ändert? Wer war dann eigentlich ihr Master, mit dem sie Neo Aikido zusammen entwickelt hat? Das war ja dann... Ihr Master müsste ja dann auch eine Frau gewesen sein. Oder? Fragen über Fragen. Dann probieren wir mal die Ocarina zu verwenden hier bei dem Monument. Mal sehen, ob es automatisch geschieht. Nö, wir versuchen erstmal den Stein hier zu zerkratzen mit unserem komischen Hebel hier. Okay, dann halt nicht. Natürlich. Und hier haben wir dann also die Schwimmhalle oder Aquarium, je nachdem. Pool. Hä? Die Sträucher oder diese Ranken sind plötzlich verwelkt. Diese Ivy, Efeu. Dieser Efeu ist in Sekunden verwelkt. Oh, welch erstaunliche Technologie. Oh, wir können hineingehen. Jetzt können wir hineingehen, nicht wahr? Du willst dort hineingehen, aber diese Handlung könnte sich als gefährlich herausstellen. Oh Gott. Ich dachte, wo geht denn jetzt die Kamera dahin? Unter den Rock oder keine Ahnung was. Oh nein, das ist nicht gefährlich. Da ist einfach nur eine Schwimmhalle drin. Eine Schwimmhalle? Ja, das ist eine Schwimmhalle. Ich meine, Schulen und Schwimmhallen, die sind ja wohl untrennbar voneinander. Also hier in Deutschland, zumindest da auf dem Land, wo ich bin, da hat die Schule keine eigene Schwimmhalle. In Japan meines Wissens nach auch nicht jede einzelne Schule, oder? Also zumindest vielleicht als Freibad und so, ja, so als kleines Schwimmbecken für den Sportunterricht und dergleichen, aber nicht als tatsächlich eine Halle insofern. Aber wenn jetzt Pool sich nur auf ein Freischwimmbecken und dergleichen bezieht, dann... Möge das eventuell in Japan durchaus zutreffen. Aber nun gut. Ja, 24 Stunden Convenience Stores und blonde Hooligans sind auch untrennlich voneinander. Also während meiner Zeit in Japan habe ich nicht so oft vor den Kombinis blond gefärbte junge japanische Kerle, Yankees oder keine Ahnung was gesehen.
Wunderbare Erklärung. Danke. Ich weiß nicht, warum es dich glücklich macht, von dem Kerl gelobt zu werden, der unseren Bro gekillt hat. Baikuma! Was sollen wir tun? Das ist vielleicht zwar eine Schwimmhalle, aber wir werden ja wohl nicht schwimmen gehen, oder? Aber wenn es nicht gefährlich ist, dann sollten wir uns wahrscheinlich doch dennoch anschauen. Es schadet niemals, ausreichend Informationen zu haben. Ja, ich schätze, da hast du recht. Gehen wir automatisch rein? Nee, wir gehen noch nicht automatisch rein. Dann will ich erstmal gucken, ob wir den Hebel auch noch gleich loswerden. Obwohl, ich will eigentlich direkt in die Schwimmhalle. Ich habe jetzt Bock, ein bisschen zu swimmen. Mal vorher reden wir nochmal mit Tenko. Also dann, Shuichi, führ uns an, du lausiger Degenerierter. Gerade dachte ich noch, dass du uns ein bisschen positiver gegenüberstehst mittlerweile. Da habe ich mich wohl getäuscht. Schrei, wenn du eine Falle findest. Aber ich werde dir nicht helfen, weil du ein degenerierter Mann bist. Und uns dann aber so freundlich dabei angucken. Ja, ja, ja. Immer diese Zweigesichtigkeit von Frauen. Scheint so, als wäre da eine Schwimmhalle drin. Wir sollten es uns genauer anschauen. Dann erlernen wir mehr über die... Ja, über die Details. Hast du auch irgendwas zu dem Monument zu sagen? Als ich das Item benutzt habe, da verwelkten plötzlich die Ranken. Wie soll das funktionieren? Ja, es ist einiges noch ein bisschen seltsam hier an allem. Zumal es blauer Himmel mit Wolken ist, so als würde es schon eine ordentliche Atmosphäre außerhalb des Käfigs geben. Außer, dass es da oben nur angemalt. Und wir befinden uns vielleicht irgendwo ganz tief unter der Erde oder so. Ich weiß es nicht. Mal sehen, was für Theorien sich später als richtig herausstellen werden. Oder ob ich komplett mit allem immer falsch gelegen habe. Sieht denn richtig nett aus hier drinne. Das sieht jetzt nicht aus wie das normale Schulschwimmbecken, was man so kennt. Eher mehr wie ein Schwimmbecken in einem ein Erholungsschwimmbecken oder eine Schwimmhalle. Also in einem Resort, also in einem, wie kann man das sagen, Hotel oder einem Event, einem Spa oder so. Und da ist auch nicht allzu viel Wasser drin. Sollten ja die Schwimmbecken nicht normalerweise gefiltert sein? Oh Mann, ich habe schon immer geträumt, in einem so, so geil gestalten Pool zu schwimmen, so als wäre ich irgendeine absolute, riesige, bekannte Berühmtheit. Zu schlecht, dass ich nicht weiß, wie man schwimmt. Dann schätze ich mal, dass dieser Wunsch von dir ziemlich weit entfernt in der Zukunft liegt. Es ist nicht unbedingt ein Traum von mir, aber ja, mit allen zu schwimmen, das klingt schon sehr spaßig. Aber wenn ich versuchen würde zu schwimmen, würde ich einfach nur im Wasser versinken. Und bei Idem ist der Wunsch noch weiter entfernt. Ach, dann machen wir bei dir ein paar Ballons und einen Schwimmring dran und dann passt das schon. Was haben wir hier? Regeln. Oh, da sind einige Regeln für das Schwimmbecken oder für diese Schwimmhalle gepostet. Eine Regel fällt mir besonders auf. Also ist Schwimmen während der Nighttime verboten. Das fällt dir besonders auf. Und jetzt kommen da schon wieder diese popeligen kleinen Bären. Der eine guckt mir doch unter den Rock. Ich habe keinen Rock mehr, ich bin nicht mehr kalt. Der eine guckt mir doch in die Hose. Ja, das stimmt. Es ist nicht erlaubt, während der Nighttime zu schwimmen. Ja, es wäre schrecklich, wenn jemand sterben würde während eines unglücklichen Nighttime-Schwimmunfalls. Yep, wir müssen dafür sorgen, dass ihr während des Killing Games sterbt. Ihr könnt den Pool in der Nighttime besuchen, aber auch das Wasser nur zu berühren ist gegen die Regeln. Ich schätze, ich füge es einfach mal den existierenden Regeln hinzu. Nur für den Fall der Fälle. Die Schulregeln wurden geupdatet. Das hat wirklich R gemacht, nicht Monokuma. War nicht Monokuma der Einzige, der die Fähigkeit haben sollte, weitere Regeln hinzuzufügen und nicht die Monocubes? Das ist seltsam. Ich merke mir das mal. Jedenfalls, warum ist denn das Wasserlevel des Pools des Pools überhaupt so gering, des Schwimmbeckens? Da kann man ja kaum drum schwimmen. Was zur Hölle sagst du denn da?
Hast du irgendwelche Löcher in deinen Augen und Tomaten auf dem Auge oder was? Es ist genug Wasser drin, um zu schwimmen. Es sieht nur so, so flach aus, weil das Schwimmbecken an sich so tief ist. Ja, es wäre viel wahrscheinlicher, dass jemand ertrinken würde, wenn wir es den ganzen Weg bis nach oben voll machen würden. Jupp, so sieht's aus. Bei den seltsamsten Dingen denken sie wirklich bis ins kleinste Detail. Wunderbar erklärt ihr alle. Was? Wirklich? Ich bin so froh, dich das sagen zu hören. Hast du vergessen, dass er Monokid getötet hat? Du solltest ihn eigentlich hassen. Ach, scheiß auf Monokid. Ich habe ihn sowieso immer gehasst. Ja, er war gewalttätig, hat immer fiese Wörter benutzt und war auch immer unverschämt zu den Ladeninhabern oder den Verkäufern. Und er hatte, aber wenn es um verlassen oder zurückgelassene kleine Kätzchen geht, dann war er sehr weich geworden. Das ist doch was Positives. Ja, warum klang das wie ein Lob am Ende? Baikuma. Da können. War das da gerade ein Ansatz von. Nee, das war nur die Hinterseite vom Rock bei Tenko, was ich gesehen habe. Nö, vergiss, was ich sagen wollte. Und jetzt habe ich einfach weitergeklickt, ohne den Satz zu lesen. Jedenfalls kein Schwimmen während der Nighttime. Das ist okay, ich wollte sowieso nicht schwimmen. Das sind auch einige andere Spezifikationen da niedergeschrieben. Der Pool ist zwei. Warum in. Kann man sich nicht wenigstens aussuchen, ob man oder könnte nicht noch dabei stehen für die Nicht-USA-Leute, die das Game hier eventuell auf Englisch zocken, die Angabe im metrischen System statt in Fuß. Ich hoffe nicht, dass das von irgendeiner Art von Bedeutung sein wird während eines Trials, weil dann raste ich aus. Das Schwimmbecken ist 82 Fuß lang und 39 Fuß weit. Das klingt aber so ausführlich, als würde es noch fertig werden. Das Schwimmbecken ist dann zu den Wänden oder dergleichen noch vorne und hinten 13 Fuß weit entfernt. Also haben wir einen 13 Fuß Platz und an den Seiten 8 Fuß. Sehe ich das richtig? Also jetzt hier, wo dann die Liegen und so weiter stehen. Ich will mir das nochmal kurz angucken hier. Swimming is during nighttime. Do not die from a big from a leg cramp. Also stirb nicht wegen eines Krampfs im Bein. Okay. Do not die from. Da muss ich ein bisschen näher rangehen, um slipping. Okay. Stirb nicht durchs Ausrutschen. Do not die from choking on your food. Und stirb nicht, weil du dich an deinem Essen verschluckst. Okay. Okay, das sieht man tatsächlich dort nicht geschrieben, aber es irritiert mich, dass es da steht und dass er so sehr darauf eingeht und es hier auch nochmal wiederholt. Gut, dann machen wir nochmal alles weg, was wir hier noch so haben, um ein paar weitere Monomünzen einzusacken. Vor allem die Liegen, da haben wir das Sprungbrett. Das da oben sieht auch ein bisschen futuristisch aus, das Dach von dem Ganzen hier. Storage Room Dorm. Wir haben ja also auch mal ein Storage Room. Irgendwie wirkt das hier jetzt noch mehr als das Magielabor, wie der Ort, wo der nächste Mord eventuell stattfinden könnte. Es schreit hier praktisch nach Mord und nach Blut in dem Wasser. Und tatsächlich ist der immer noch relativ tief, selbst mit dem fehlenden Wasser. Ist die Frage, ob dann zum Beispiel Lyoma, ist vielleicht fies, aber ob Lyoma groß genug wäre, wenn er da hineinplumpsen würde, um dann da wieder rauszukommen an den Seiten, weil er da nicht bis zu der Ecke von den Stangen hochkommt. Nicht, dass jetzt dieser blöde, komisch hier nebenbei gesagte Gedanke, das bedeutet, dass vielleicht Lyoma tatsächlich das potenziellste Opfer in diesem Pool ist, weil er nicht schwimmen kann und zu klein ist, um da wieder rauszukommen. Da ist der Ausgang. Bevor wir uns das Storage Room anschauen, reden wir nochmal mit den Leuten. Ich frage mich, ob jemals der Tag kommen wird, wenn ich mit allen schwimmen kann. Kibo, ich habe mich da was gefragt. Wenn du von einem Boot fallen würdest und bis zum Boden des Ozeans sinken würdest, wärst du dann unter dem Meer gefangen?
Also unter einem Stein oder unter einer Palme? Pineapple war noch Palme, oder? Was? Ja. Nein, ich glaube, dass bevor er zu tief sinken würde, würde sein Körper wahrscheinlich von dem Wasserdruck zerquetscht werden. Hör auf, so gruselige Sachen zu sagen, ihr beide. Oder ich werde niemals wieder einen Fuß auf ein Boot setzen können. Wenn es hier so ein fancy Pool gibt, dann muss es auch irgendwo, Bikinis, also Badeanzüge und so geben. Bist du dir dessen sicher? Natürlich. Ansonsten hätte es doch keinen Sinn, dass es hier überhaupt einen Pool gibt. Ja, ich schätze mal, das stimmt schon, aber... Also, wo sind die Badeanzüge? Ich habe nur einige extra Schuluniformen im Dorm gesehen. Das stimmt. Die Schränke schienen Ersatzuniformen für uns zu enthalten. Das wäre auch meine Idee gewesen. Ich schätze mal, wenn es sie gäbe, werden sie sich wahrscheinlich im Warenlager befinden. Oh, wie skandalös. Sie sind also an einem Ort, an dem degenerierte Männer einfach Zugang haben. Ich denke nicht, dass das jetzt wirklich ein Problem ist. Oh, ich verstehe es. Ihr Degenerierten, ihr macht euch nur Gedanken um benutzte Schwimmanzüge, nicht wahr? Oder welche, die die Mädchen gerade tragen, nicht wahr? Wenn das der Fall ist, dann sind die Badeanzüge in dem Warenlager definitiv sicher. Ja, ganz genau. Was soll man darauf noch entgegnen? Gut, ich mach mal ganz kurz hier Cookie. Die Regeln haben wir uns angeschaut. Das war auch wahrscheinlich schon das Wichtigste. Weil da direkt an die Monocubes und so weiter kamen. Und es wurde eine neue Regel hinzugefügt. Es gab die Spezifikation, also so viel Information, wie wir zu dem Ort hier bekommen. Hier wird doch irgendwas passieren. Wenn nicht in diesem Chapter, dann in einem anderen. Das ist ein ziemlich großes Sprungbrett oder, ja, wie sagt man das, Sprungturm? Das ist auch etwas, was man bei einem, also Ressort im Sinne von so Freizeitschwimmbad, nenne ich es jetzt einfach mal, finden würde. Also mehr nicht dazu. Dann der Pool selbst. Das sieht nicht wie... Ja, okay, das hatten wir schon. Das Schwimmbecken ist tief, aber es ist nicht bis nach oben voll. Dennoch, immer noch genug Wasser, um drin zu schwimmen. Nur pro forma halber, ob er hier irgendwas anderes sagt. Das war nichts Neues. Ach nee, das war das Diving Board. Oben zu der Decke sagt er nichts weiter. Dann schauen wir mal hier in den Storage Room. Das sieht aus wie ein Lagerraum. Es steht nur fett Lagerraum oben drüber. Ich habe mal hineingelanzt und alle möglichen Vorräte für das Schwimmbecken gesehen. Es gibt da, oh, wie heißen die so, ja, auf die man dann im Wasser sich so legen kann, um dann mit den Füßen zu planschen, um voranzukommen. Diese, sagt man auch einfach Wasserbretter, Waterboards im Englischen oder so, Kickboards, ich weiß nicht genau. Water Polo Balls. Okay. Und Sturdy Rubber Inner Tubes. Was? Rubber Inner Tubes. Was sind denn Rubber Inner Tubes? Rubber Inner Tubes. Okay, Water Inner Tubes, das sind so Schwimmreifen. Scheinbar Schwimmreifen gibt es da drin. Also sehr stabile Schwimmreifen. Dann schauen wir jetzt mal Water Polo Balls. Nein, ich will hier keine Werbung haben. Google, danke. Water. Nein. Okay, irgendwie reagiert gerade. Läuft meine Festplatte etwa schon voll? Ich guck mal vorsichtshalber. Es reagiert gerade erstaunlich langsam alles hier. Nö, ist noch genug Platz frei für die Aufnahme. So, Water Polo Ball. Das sind. Das ist für. Oh, wie heißt es? Wasserballbälle. Glaube ich zumindest, wenn ich das richtig sehe. Water Polo Ball ist used in Water Polo. Water Polo ist einfach Wasserball, nehme ich mal ganz stark an, im Deutschen. Wenn wir hier auf die deutsche Seite gehen. Wasserball, genau. Okay, Wasserballbälle haben wir da drinne. Und ich gucke jetzt auch nochmal, wenn wir dabei sind. Komm, Kickboards. Kickboards. Ein Kickboard ist eine Kombination aus Skateboard und Scooter. Im Handel werden auch Schwimmbretter als Kickboard bezeichnet. Okay, Schwimmbretter einfach. Hätte ich auch von selbst drauf kommen können, dass es Schwimmbrett heißt.
Ich muss das alles einzeln nachgucken, weil das sind alles wichtige Informationen, die, wenn das hier wirklich ein potenzieller Ort eines Mordes ist, für wichtig sein können, dass ich weiß, was sich alles darin befindet, falls wir den Ort nicht selbst noch aufsuchen können und jetzt nur auf Kibos Erzählungen hier vertrauen müssen. Vielleicht kann ich auf dem Wasser schwimmen, wenn ich sie mit Luft fülle und sie dann über meinen ganzen Körper anlege. Ich glaube, dann würdest du aussehen wie das Maskottchen von der Firma jener Schwimmreifen. Ich kann also nicht wirklich nicht hineinschauen. Aber er wiederholt nicht nochmal, was exakt drin ist. Deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt im Einzelnen nochmal nachgeschaut habe. Gut, dann sind wir hier wohl auch fertig. Ich wünschte, ich hätte solche detaillierte Antworten zu meinen viel wichtigeren Fragen. Was? Sind wir noch nicht fertig? Muss ich nochmal mit Tenko reden? Ich frage mich, ob sie wohl im Warenlager sind. Ich sollte nachher mal schauen. Aber Tenko, du kannst doch gar nicht schwimmen. Mit Kibo noch mal reden? Hab ich irgendwas übersehen? Wenn ich jemals die Gelegenheit bekomme, auf ein Boot zu gehen, dann werde ich auf jeden Fall, absolut super tolle State of the Art, wie sagt man das, also modernste, Schwebe- oder Treibetechnologien, Sachen verwenden, was auch immer. Hab ich irgendwas übersehen? Ah, das Fenster hier oben, okay. Das Fenster muss das Fenster von der, hier nennt das jetzt Gym, also von der Turnhalle sein, also von der Badeanstalt. Moment. Ach, warte mal. Ach, vom Layout her ist dieser Pool direkt angelehnt an die Turnhalle. So, jetzt verstehe ich's. Dieses Fenster muss das Fenster der Turnhalle sein. Sieht zumindest so aus wie das, was wir in der Turnhalle gesehen haben. Ich schätze mal, das bedeutet wohl, dass die Turnhalle und dieser Badeort, also diese Schwimmhalle miteinander verbunden sind. Nun ja, das ist ziemlich Standard, dass eine Schule, eine Turnhalle und das Schwimmbecken direkt nebeneinander haben. Aber ich könnte mir vorstellen, oder ich denke, dass das Schwimmbecken zu einer viel größeren oder breiteren, in ein breiteres Gebiet verlegt werden könnte. Ich meine, es gibt ja genug Platz da draußen auf dem Courtyard, also in dem Hof in der Akademie. Warum nicht dort? Keine Ahnung. Ja, warum kommt sie auf so komische Ideen? Gut, dann wissen wir das auch. Damit müssen wir dann alles uns angeschaut haben, dachte der Flo. Und sieht dann das School Building Window da oben. Okay, also wenn das jetzt nicht ein Setup für irgendein Mord hier ist. Wir haben hier die Fenster von der Turnhalle und dann gibt es oben in der, es müsste ja dann die zweite Etage sein, wo wir in so ein Teilgebiet schon rein können, wo noch die Mitte abgedeckt ist mit den anderen Construction-Sachen und so weiter. Da ist dann, ist das hier eventuell dann das Fenster, was ich überlege gerade vom Layout, ist es dann da, wo in der Nähe von Makis Zimmer eventuell, dem Forschungslabor, waren da ein Fenster zu sehen? Ich glaube, da müssen wir nochmal hochlaufen und uns nochmal angucken, wo das sein könnte. Hier haben wir dann also ein Fenster in das Schulgebäude hinein. Dieses Fenster muss eins von dem Schulgebäude sein. Ich kann mich daran erinnern, dass alle Fenster versiegelt waren, aber dieses Fenster hier sieht wie ein normales Fenster aus. Zu welchem Zimmer gehört es wohl? Es gibt ein Zimmer, in das wir noch nicht hineingegangen sind. Durch dieses Fenster da oben könnte ja jeder hindurch spannen. Spannen? Wer würde das denn tun? Ich habe gehört, dass degenerierte Männer, von Mädchen in Badeanzügen mehr angetürnt werden, als von Mädchen, die nackt sind. Kein Kommentar. Und sie bekommen, vergesst das, was ich sagen wollte. Und sie, wären richtig geil darauf, wenn wir Bloomer, oh Gott, was war ein Bloomer? Das ist doch so eine Art von Pullover oder so. Moment. Bloomer.
Bluma. Wenn wir Schnitzer, Stilblüte, Brotleib? Hä? Bluma Suite, Bluma Kostüm, nein. Hä? Das muss doch irgendwas. Bluma Kleidungsstück. Blumas. Okay, heißt auch auf Deutsch Blumas? Blumas sind sehr weit geschnittene und an den Knöcheln zusammengefasste Frauenoberhosen. Hä? Okay, also wenn wir diese über unsere Höschen tragen, die wir wiederum über unseren privatesten Orten tragen, dann rasten die vollkommen aus. Was sollen wir Mädchen nur tun gegen diese dreckigen Gelüste von degenerierten Männern? Ja. Ich denke, du reagierst ein bisschen über. Oh. Kibo, bist du eigentlich ein degenerierter Mann oder ein degeneriertes Mädchen? Degenerierter Mann oder ein Mädchen? Was bist du? Gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich darüber noch nie nachgedacht. Wirklich? Wie faszinierend. Ich schätze mal, ich bin einfach davon ausgegangen, dass er ein Er ist. Aber Kibo ist ein Roboter, also... Ich schätze mal, das macht dann alles für das Schwimmbad hier. Es gibt noch andere Orte, die ich untersuchen muss. Okay. Gehen wir mal ganz kurz raus. Überlegen wir mal. Da ist der Eingang. Der Eingang war da. Das heißt, dass dann hier irgendwo, dass hier sich hinter der Wand der Lagerraum befinden müsste. Und dass hier oben, ja, nee, da oben, das, was da rüber lugt, das ist das Zimmer in der zweiten Etage, was dann in den Pool hineinschaut. Vom Layout her. Wenn hier dann der Haupteingang ist, also im rechten Flügel sozusagen. Kurz gucken. Im rechten Flügel. Bevor ich jetzt nochmal suche, den wahrscheinlichen Ort für dieses Drehdingsterbumster, will ich das nochmal kurz evaluieren. Also hier, im Osten dann also. Im Ostflügel. Im Ostflügel. Na komm. Brauch heute immer ein bisschen länger mit den Ladezeiten, habe ich das Gefühl. So, hier gehen wir wieder Richtung Osten. Ich laufe gegen die Wand. Osten, 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 Osten. So. Hier hinter befindet sich sozusagen die Schwimmhalle, aber hier haben wir nichts. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Müssten dann wieder nach Osten schauend rauskommen. Nee. Ja, aber hier ist die Mitte. Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Kann ich irgendwo Himmelsrichtung nachschauen? Ist das dann nicht die falsche Richtung? Das ist auf der anderen Seite. Warum stehst du jetzt hier? Ja, da sagst du dasselbe. Ich verlange hineinzugehen, um zu schauen, ob du da ein Fenster hast, was in den Pool hineinschaut. Und wenn das der Grund ist, warum du es geheim hältst, warum willst du es dann geheim halten? Okay. Auch wenn es irgendwie gerade... Es ist immer ein bisschen blöd, da man sozusagen nicht in die Richtung rauskommt oder hochkommt, in die man scheinbar gegangen ist oder so. Ich wüsste jetzt zu gerne, welche... Warte mal, hier ist Norden. Da unten sehen wir es gerade. Norden. Dann ist rechts, wenn... Rechts ist Osten. Ah, okay. Es ist... Hinter dem... in dem Shower Room. Oder? Warte mal, der Shower Room... Ja, das könnte passen. Der würde sich dann hier hinter befinden. Ja, es könnte, also nicht, es könnte, von der, wenn ich richtig geguckt habe, müsste es dann der Shower Room sein. Eventuell von Yomas Labor, der hinunter in den Pool führt.
was ist dann mit meinen Gedanken, dass Lyoma da eventuell ertrinken könnte und nicht rauskommt und dergleichen, dass er das nächste Mordopfer ist, irgendwie leider meinen Verdacht noch bestätigt oder verschlimmert, meine Vermutung. Ich male mir schon den nächsten Mord aus und was passieren könnte und wer das Opfer ist, lange bevor es überhaupt geschieht. So, jetzt gehen wir allerdings erstmal wieder nach draußen. Und dann schauen wir mal. Da steht Kaito, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Können wir auch hier runtergehen? Können wir. Schauen, ob sich hier unten vielleicht einfach jemand auffällt, auch wenn wir hier nichts Neues entdecken können. Wir waren ja auch noch nie im Mews Labor selbst drinne. Ich weiß gar nicht, ob wir da reinkommen können. Okay, Kaide. Als wir alle zu den Trial Grounds, also zu dem Gerichtssaal gekommen sind, welche Bürde hast du da mit dir getragen, als wir da alle hingegangen sind? Will also gerade nicht in den Schrein hinein, solange wir da nicht wegen eines nächsten Trials oder so hin müssen. Ich kann mich nicht erinnern, dass dort mysteriöse Objekte waren. Warst du schon mal jemals da hineingegangen? Na gut, wir waren nicht dabei, als er die Kameras abgeholt hat von Miu. Und es ist auch immer noch fraglich, okay, da wird auch was gebaut, es ist immer noch fraglich, warum er nie Kaide von den 30-Sekunden-Intervall erzählt hat, was eben Shuichi für mich nach wie vor verdächtig erscheinen lässt. Moment mal, können wir hier an der Statue etwas drehen? Sieht allerdings nicht so aus, als hätte sie eine Öffnung. Das ist ein mysteriöses Objekt, aber ich glaube nicht, dass ich hier eins von den Items verwenden kann. Ich sollte was anderes versuchen. Okay, dann wird das hier wohl eins der anderen sein. Es sieht so aus, als könnte man durch die Maske was hindurchstecken. Wenn wir dann irgendein rundes Objekt bekommen, irgendein Rohr oder keine Ahnung was. Wahrscheinlich dann, um hier etwas freizuschalten nach dem nächsten Trial, im nächsten Chapter. So. Dann wird das wahrscheinlich wohl doch für hier sein. Da das Ding reinstecken und rumdrehen oder wie? Okay, scheint so. Reden wir allerdings vorher mal mit Kaito. Oh, Shuichi. Und, hast du schon die Mysterien von dem ganzen Müll gelöst? Diese seltsame Projektion dort. Ich habe das Gefühl, dass du eines der Dinger damit benutzen kannst. Ich habe allerdings keinen Plan wie. Aber meine Bauchgefühle sind normalerweise richtig, deswegen versuch's doch mal. Ja, wenn du das sagst. Jawohl. Standen die Buchstaben da auch vorher schon? Ich versuche da gerade noch irgendeinen Sinn draus zu erlangen, aber irgendwie. Okay. I-U-U-U-A-X. Das hat hoffentlich nichts zu bedeuten. Na, was sagst du dazu? Zu meinen Fähigkeiten? Wow, es ist plötzlich einfach aufgegangen. Du hast mich erschreckt. Oder es hat mich erschreckt. Aber, wie ich es mir dachte, mein Bauchgefühl lag total richtig. Also war dieser Müll dafür, um das hier zu öffnen. Alles klar, gehen wir mal rein. Du voran, wie es scheint? Na gut, dann folgen wir mal. Ah, dahinter, das ist dann noch wie ein weiterer Innenhof, wo sich zwei Gebäude befinden, wenn ich es auf der Karte richtig gesehen habe. Und warum ist es hier drin plötzlich... Was? Nacht? Hier geht doch was nicht mit rechten Dingen zu. Hotel Kumasutra und das Casino. Das Ganze ist ein bisschen nach unten versetzt. Wir gehen eine Treppe runter. Es wundert mich, dass Shuichi dazu nichts gesagt hat. Vielleicht befinden wir uns hier auch in einer Matrix. Und für uns kommt es nicht seltsam vor, wenn sich Dinge um uns herum verändern. Aber hier sieht es ja jetzt nur wirklich nicht mehr nach diesen etwas heruntergekommenen, von Pflanzen überwucherten Schulgrounds aus und es ist dunkel, Nacht und dabei und dergleichen plötzlich geworden. Okay, Casino oder erst Hotel Kumasutra?
Es ist ja nicht mal ein richtiges Rotlicht-Hotel, es ist nicht mal ein richtiges Love-Hotel, oder? Von den Preisen her sieht es auch nicht wie ein normales Love-Hotel aus. Love Suite. Na, schauen wir mal, ob wir hier rein können. Was ist das für ein Gebäude? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das, was es impliziert, mag. 2 Gäste, 2 Stunden. Okay, 2 Gäste, 2 Stunden für $25. Ich hätte auch wirklich gucken sollen. Übernachtung 45. Das ist aber eigentlich ziemlich günstig. Okay. Da können wir aber scheinbar nicht hineingehen. Irgendwo hier ist doch bestimmt wieder ein Monokuma versteckt. Du aber nicht, du bist nur die Casino-Münze. Irgendwo hier könnte ich mir vorstellen, dass wenn man genau in irgendeine Ecke guckt oder so, dass sich da eine Figur, ein Monokuma, versteckter Monokuma befindet, aber momentan sehe ich nichts. Vielleicht drüben im Hotel nochmal gucken? Hier, man kann leider nicht so wirklich um die Mauer drumherum schauen. Gut, dann scheinbar doch nicht. Dann gehen wir mal hier in das Casino rein. Wie hieß es nochmal? Einfach nur Casino. Golden Time. Ein Casino also.